So, guten Tag, Leute. Ich habe jetzt Steinhardt mal ein kleines Angebot unterbreitet, dass er mehr Geld verdienen kann. Weil der hat sich ein bisschen beschwert, dass er so wenig verdient, für das, dass er doch ein bisschen was macht in unserem Team. Jetzt habe ich ihm ein bisschen was angeboten. Sorry, dass ich das jetzt ohne Aufnahme gemacht habe. Wollte ich halt jetzt einfach nicht. So, ich drücke mal auf Weiter. Oh, gleich wieder am Mittwoch ein Spiel. Ach ja, unser Steinhardt wurde sofort... Ich habe den Vertrag durchgelesen, den sie meinem Agenten zugesandt haben. Aber ich kann leider dem nicht zustimmen. Ich bin ein wenig enttäuscht darüber, dass sie dachten, ich könnte diesen... Deshalb werde ich in der nächsten Woche auch nicht in... für neue Verhandlungen. Ja, egal. Egal. So, MSV Duisburg steht uns in die Tür. So. Nee, wieso soll ich das Teammanagement umstellen? So. Der Schulz, der Neuzugang, hat, ja, wurde Spieler des Tages. Das war sehr erfreulich. Vor allem für sein erstes Spiel, das ist super. Da freue ich mich voll drüber. Ach nö, und gleich nochmal. Ach, Menno, geh halt in die Tonne. In die Tonne, danke. Ich will jetzt das Scheißding abschließen. Alter. Kriege ich das jetzt hin? Danke. Da, ah, dieselbe Lücke nochmal. Das gibt's nicht. Ich dachte, ich hab's schon abgeschlossen, die Scheiße. Schön, dass hier alles umfällt. Kegeln für Anfänger. Alter! Die Tonnen sind zu blöd. Wie denkt man sich so einen Scheiß aus? So, zumindest ein bisschen Punkte. So, weiter gegen Duisburg. Die machen wir jetzt auch platt. Duisburg in den schwarzen Trikots, 60 in den weißen. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Schulz darf auch gleich wieder mitspielen. Er ist ja doch ein sehr guter Spieler. Für das, dass er frisch aus der Jugendmannschaft ist, ist das genial. Da freue ich mich voll drüber. Dass wir so einen Glücksgriff getan haben mit dem Jungen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar extrem gute Spieler. So Scouting-mäßig. Aber halten müssen wir uns die auch können. Und für das brauchen wir Siege. Weil sonst wollen sie zu erfolgreicheren Mannschaften. So, was ist denn jetzt los? Einwurf 60. Und vor allem, ja, das Gehalt steigt dann bei denen auch. So, jetzt wollen wir hier durch. Ah, kommen aber leider wieder nicht durch. Duisburg steht auch wieder relativ gut. Gut, wir haben ja englische Wochen momentan wieder. Bei den englischen Wochen ist halt die Power nicht mehr ganz so da. Deswegen spielt sich alles auch ein bisschen schleppender. Ich bin direkt in seine Arme gelaufen. Wow, was für ein Ding von Hafler. Brutal, da hat keiner mehr was machen können. Das müssen wir uns ansehen. Da kommt er, geht ein paar Schritte, zieht ab und ab ins Tor damit. Keine Chance, irgendwas zu machen. Mit dem hat irgendwie auch kein Duisburger damit gerechnet, dass da Hafler kommt und so ein Ding reinzimmert. Ah, genial. Es sind kuriose Tore, so gefallen sie mir. So, was machen wir nun? Duisburg kommt auf den 16er zu mit großen Schritten, aber da machen wir was dagegen.
bremsen wir sie ein. So, kurz husten müssen. Wenn man ein bisschen was gehört hat, tut es mir leid. Ich musste halt schnell reagieren, dass ich hier wieder weiterspielen kann. So, Nico läuft. Nico läuft wirklich durch hier. Oh, leider nix. So, Wojciech, Schindler, Stahl, Miku. So. Irgendwie kommen wir hier nicht durch. Schulz zieht ab. Oh, da wurde zur Ecke geklärt. So, Hafler bringt die Ecke. Kopfball, ungefährlich, wie immer. Ah, da wollte er zurücklegen. Alter, was war denn das für eine Drehung von meinem Spieler? Übertriebene Härte mal wieder. So. Abler zieht ab und schießt noch ein Tor. Alter, der hat heute den Fuß für ein Tor. Das ist ja brutalst. Bei uns kann jeder Spieler ein Tor schießen. Der wie nur ein bisschen offensiv gestrickt ist. So, 60 liegt jetzt 2:0 vorn. So, und wir kämpfen wieder früh um die Bälle. So, wir ziehen gleich nochmal ab und Feig? Wer bist du? Ich hab dich noch nie gesehen hier. Da muss ich mal kurz ins Teammanagement. Hey, muss ich? Ist das schon mein Spieler? Ach, das ist ein Linksverteidiger. Ist ja geil. Ja, auch Verteidiger können Tore schießen. 3:0 in der 31. Minute. Ist ja krass. So, und 60 kämpft hier weiter. Duisburg mittlerweile, ja, weiß nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Mich würde freuen, wenn unser Neuzugang noch ein Tor schießen würde. So, oder noch laut ein paar oder keine Ahnung. Hauptsache Tore. Heute machen wir ein Schützenfest aus dem ganzen Spiel. So, sind ja erst 33 Minuten um. Also da geht noch einiges. So, Schulz. Schulz immer noch. Legt vor auf laut. Oh, da wurde er eben abgenommen. Hilft nicht. Ecke, Hafler bringt sie mal wieder rein. War ein bisschen gar stark. Alter, steig halt hoch zum Kopfball. So, aber 60 holt sich früh den Ball, aber nicht unbedingt geholt, sondern ein Foul produziert. Da wird auch munter gepfiffen. Gegen wen auch immer. Natürlich wieder eine strittige Entscheidung. Aber ich glaube mal dem Unparteiischen. So. Weiter geht's. Steinhardt hat sich durchgesetzt. Hafler hat schon wieder den Ball. Ist schon brutal. So. Hey. Ach nö. Du liegst jetzt nicht am Boden und bist krank. Kader. Oh, Hafler. Du hast jetzt 2 Tore geschossen. Ja, muss ich gegen Volkmann wechseln. Hilft nicht. Wenn er sich schon wehtut. Spielt halt ins Aus, Leute. Hafler kann nicht mehr. Ah, das ist bitter. Ich hoffe nur, dass dem bald wieder gut geht. So, ist eh gleich Halbzeit. 1 Minute Nachspielzeit noch hier. Ah, da wird er zu Fall gebracht, unser Laut. 3 Minuten Nachspielzeit. Hafler wird sich soweit noch gedulden können. So, aber er kriegt den Ball wieder. Ich gebe mal schnell ab. Na, quäl dich nicht so, Junge. Hat ja auch keinen Sinn, wenn du mir hier krank ausfällst. So, wird er jetzt gewechselt. So, ich könnte mal generell noch in die Ding gucken. Ach, wird wohl nichts mehr. So, jedenfalls zweite Halbzeit.
In unserem Schützenfest 3:0 liegen wir schon vorn. Und natürlich super. Aber wir wollen mehr Tore, mehr Spaß. Gut, mehr Tore bedeutet mehr Spaß. Abseits, oder? Nein, doch nicht. Ist ja genial. Ich dachte, jetzt da wäre abseits. So schön freigelaufen. Ja, dann kriegen wir den Ball trotzdem nicht. Duisburg will hier. So. Duisburg jetzt vorm Tor. So, zur Ecke geklärt. Was ist denn jetzt los? Duisburg ist irgendwie ausgewechselt, hier aus der Kabine gekommen. Unsere Verteidiger mal wieder in argen Problemen. Alter! Aber Duisburg, ey, ohne Scheiß, die haben echt jetzt den Ball gepachtet. Aber da haben wir immer noch was dagegen. Wir wollen einwerfen, bitte. Da will ich was kurz einwerfen. So, da kommt auch der Ball schon wieder ins Spiel. Ah, die wollen doch noch was. Ah, Pässe, 80% kommen durch. So, weiter geht's. Einwurf 60 wurde schnell wieder ausgeführt. Laut zieht ab. Oh, da wurde zur Ecke geklärt, da ist der Keeper sauer. Da ist er rausgelaufen gekommen. So, was machen wir nun? Ah, den hat der Keeper sicher. So, 60 will hier noch was machen. Duisburg will aber auch noch drehen. Duisburg jetzt in der Vorwärtsbewegung, schnell gestoppt. Sehr schnell wieder. Schulz läuft mal wieder und zieht ab, aber ungefährlich. Ich will es irgendwie wirklich versuchen, dass der heute noch sein Tor schießt, sein Debüt-Tor. In der Profimannschaft, nicht in der Jugendmannschaft. So, weiter geht's. Wir laufen munter hier durch. Ah, ich hätte mich nicht so oft drehen dürfen. War ein bisschen hinderlich. So, Duisburg jetzt. Schießen die noch ihren Ehrentreffer? Wohl eher nicht. 20 Minuten noch zu spielen. Jetzt zieht ab. Oh! Schulz hat hier schön abgezogen. Wunderschön. So, dürfen wir hier noch was bewerkstelligen. So, Ecke. Volkmann, Brinze. Kopfball. Oh, ungefährlich, wie immer. So, Abstoß vom Torwart der Duisburger. So, weg mit dem Ding, sagt er sich. Aber 60 hat was dagegen und versucht auch wieder sofort hinzuspielen. Aber Duisburg jetzt in der Vorwärtsbewegung. Machen sie was? Nö. Schaffen sie nichts. So, Stahl läuft. Schulz. Ah! Es funktioniert einfach nicht. Es läuft nicht. Da war die erste Halbzeit um Längen besser. Ja, Hafler war verdammt gut drauf. Deswegen, ja, fehlt er jetzt ein bisschen in der zweiten Halbzeit. Ich dachte jetzt, das wäre der Schiri, verfluchte Axt. Das gibt's doch nicht. So, Einwurf. 60, das können wir ja mittlerweile. Schöne Einwerfen. So, können wir jetzt bitte wieder in die Offensive gehen? Wohl eher nicht. Da wollte keiner. Wollen sich lieber defensiver formieren. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Um hier
die Chance für Duisburg klein zu halten. Oh, die war schon krass. So, wo schickt man denn das Ding hin? Rüber, so, weg mit dem Ding. Nicht mehr lange zum Spielen. 84. Minute durch. Nico will hier noch durch. So. Schulz zieht ab. Und er trifft sein Debüt-Tor. In der 87. Minute zum 4:0. Der freut sich. Ist klar. Das hat man auch nicht jeden Tag, dass man sein Debüt-Tor feiern kann. So, wir schinden noch ein bisschen Zeit. Wir gehen in den Kader. Wow, da sind ein paar extrem durch. Markus kommt. So, für Schulz kommt er. Ach so, ich habe keinen mehr. Da ist vorbei. Drei Stück Hammer. Habe ich ja ganz vergessen. So. Gut gespielt, Leute. Da muss ich ein bisschen klatschen. 4:0 schafft man auch nicht so einfach. So, vielleicht kriegen wir noch Initiative hier rein. Mal auf die letzten drei Minuten noch das 5:0 schießen. Aber ich hätte vielleicht ein bisschen eher wechseln müssen. Weil die doch schon extrem durch waren, die Spieler. Und ich habe vergessen, dass sie ja englische Wochen sind. Und englische Wochen, die zehren natürlich ein bisschen mehr an den Kräften der Spieler. Da hätten wir ein bisschen eher reagieren müssen. Aber was soll's. Was war denn das jetzt? Ja, dann das jetzt angestellt. Oh, da bringt man zu Fall im Duisburger. Wir kassieren noch eine gelbe Karte. Unser Schindler. Hätte nicht sein müssen. So, was ist jetzt? Sie formieren sich. Sie wollen noch wechseln, so wie es ausschaut. So, Hoffmann raus. Lachheb rein. So. 90 Minuten sind durch. Der Schiri dürfte eh gleich abpfeifen. So, aber 60 noch mit dieser Aktion. Und Tor, 5:0. Sauber, noch in der 90. Minute, noch schnell den Konter gelaufen. Da war Überzahlspiel im nicht mal vorhanden. Aber gut ausgeglichen und die 60er mit dem Quäntchen mehr nach vorn. So, da pfeift der Schiri ab. Es ist vorbei, 5:0. So hoch haben wir schon lange nicht mehr gewonnen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.